So Leute, willkommen zu einem weiteren Clash of Clans Part, yeah! Warten wir noch ganz kurz ein paar Sekunden, ja, was sonderlich viele ist jetzt nicht abgegangen. Ich habe ja ein paar Einheiten gemacht, aber ansonsten rumgechillt und gewartet habe, bis mein Armeelager voll ist. Wir werden gleich Einzelspielermission machen und dann werde ich schneiden, dann werden wir die nächste Einzelspielermission machen, sobald ich wieder ein volles Armeelager habe und sofern ich die Gegner besiegen kann. Wir sind gerade full und kollateral. Stimmt, wollte ich mir nicht eigentlich vorhin anschauen oder hatten wir das schon angeschaut gehabt? Ne, hatten wir uns noch nicht angeschaut gehabt. Siehst du, das ist schon eine ganz neue Map. Ja, dann würde ich sagen, muss ich mal ganz kurz hier. Ja, ist natürlich ungünstig. Au. Die Wizard Tower sind schon krass. Auf jeden Fall muss ich erstmal die Dings kaputt machen. Genau, das war es gewesen. Ich glaube, viel. Ja, viel Action gibt es hier nicht mehr. Oh, ich wollte schon. Oh, da sind Traps gewesen. Oh, das Tellereisen. Ja. Ah, ihr sollt zu dem beschissenen Laser gehen. Ihr Schlümpfe, ihr. So, müssen wir erstmal das Dings kaputt machen. Das Lager. Ich würde sagen, wir schicken gleich mal die Klamburg-Truppen auch noch hinterher. Damit ich hier keine Truppen verliere. Ich glaube, da waren sogar Lakaien drin, kann das sein. Tatsache, da sind Lakaien drin. Die den Rest natürlich alles kaputt machen. Ist kein Ding. Easy going. Der Barbarenkönig braucht nicht mal zum Einzelscore. Das ist so krass, wie viel in dem Rathaus drin ist. 30.000 oder 40.000 sind da drin gewesen. Also auch wieder eine recht einfache Map, muss ich sagen. War jetzt nicht ganz so schwer. Meine Bogenschützen schießen sich immer noch hier durch. Ja, ich... 100... Das ist krass, 150.000 Ressourcen. Das ist wirklich schon richtig, richtig heavy. Ja, dann schauen wir mal, wie wir dann beim nächsten Mal wieder vorankommen. Gucken wir uns gleich erstmal die Map an, wie stark die aufgebaut ist. Wähleweise. Okay, danach können wir erst wählen. Dann schauen wir uns die erstmal an. Oh, oh, oh. Obwohl das recht einfach ist, muss ich sagen. Das ist zwar Luftabwehr, aber ich habe ja, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich nur Bodeneinheiten. Ich werde hier die beiden mit Bogenschützen kaputt machen. Ich denke mal, ich weiß nicht, von wo aus die Kanone, bis wohin die Kanone schießen kann. Sonst versuche ich hier erstmal die Bogenschützen kaputt zu machen. Ich denke mal, überall werden noch Traps rumliegen. Dann muss ich gleich mal gucken. Und dann werde ich mit Barbaren reinstürmen und versuchen, die Gegner. Obwohl, ich denke mal, ich werde von hier hinten reinstürmen. Nicht, dass ich hier langlaufen muss, dann durch die ganzen Traps laufe. Das wäre echt ungünstig. Und dann versuchen, die Wizard Tower kaputt zu machen. Aber ich denke mal, mit Barbarenkönig wird das schon reichen. Ja, im Chat ist wieder total angespannte Meinung, weil, ja, einige meinen, wegen dem letzten Clankrieg, dass hier MC Eric, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie haben die sich in den Haaren. Und, ich habe dem einen beigepflichtet, dass ich nicht verstehe, warum er noch nicht geflogen ist. Also, ich habe beim ersten Mal ihn nicht gekickt, weil dann einige Leute meinen, ja, wenn dann alle Alten gehen, dann gehe ich auch. Und, ja. Ja, also, weiß ich nicht. Wenn es beim nächsten Mal nicht besser wird, dann hat das dreimal verkackt und dann habe ich da auch keine Nerven für. Dann denke ich mal, werde ich mir einen guten suchen. Und er kann natürlich später wiederkommen, wenn er genug Erfahrung gesammelt hat, genug Drachen machen kann, wenn er überhaupt mal ein paar Sterne kriegt. Ja, was hat denn Polo dazu geschrieben? Es würden viele gehen, wenn er fliegt, deswegen habe ich ihm noch eine Chance gegeben. Warum würden viele gehen? Verstehe ich nicht. Ich meine, das ist ein ganz normaler Typ und wenn er weg ist, ist es auch nur ein Mensch. Also, eigentlich who cares? Klingt vielleicht hart, aber ja, gegenüber Menschen im Internet bin ich einfach erbarmungslos. Würde ich die Leute kennen, dann würde ich natürlich... Nein, wir können den Samstag nicht, wir können den nicht verschieben. ja, wie gesagt, angespannte Haltung und das passiert einfach mal, das ist menschlich. Wenn wir Menschen aufeinandertreffen, dann passiert genau das. Irgendwann kommt es halt mal zur Eskalation, aber ja, früher oder später löst sich das wieder auf. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei Clash of Clans. Ich versuche hier noch ein paar Truppen auszubilden und dann können wir uns auf jeden Fall der nächsten Spielermission widmen. Ich denke mal, dann kriege ich locker die 1,35 Millionen für die Ballon kriege ich zusammen. Weil es kriegt da wirklich echt krassen Booster. Zu 24 Schaden pro Sekunde, ein bisschen Leben zwar nur, aber es ist recht günstig mit 3500 Elixier. Ich denke mal so auf... Ja, 4500 Elixier wird da spätestens dann auf Level 6 kommen. Und halt richtig krass viel Schaden dazu bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die stärksten Ballons. Ich freue mich auf jede stärkste eine, weil die einfach mal alle mega cool aussehen und alle mega stark sind. Lassen wir uns überraschen und wir sehen uns dann gleich wieder bei der nächsten Einzelspielermission Wähleweise. Bis gleich, wenn meine Truppen dann mal wieder da sind. Bis gleich.
Okay, Leute, weiter geht's mit Clash of Clans. Ich hatte hier die Truppen fertig gemacht gehabt. Ich werde die gleich auch mal wieder reinsetzen, neue. Wenn meine gleich abnippeln werden, dass dann neue gleich produziert werden. Im Chat ging schon ein bisschen die Post ab, habe ich jetzt aber nicht wirklich viel nachgeschaut. Ja, ich glaube, dass der Dings umgesetzt wird, der Clankrieg der nächste, dass es halt am Sonntag gekämpft wird. Das ist 19:32, die 15-Minuten-Folge. Könnte man bisher schon fertig geschaut haben. Ansonsten, tja, okay, sie haben sich leider wieder beruhigt. Schade, ich find's ja immer mehr, was soll ich sagen? Ich find's ja immer mehr ein bisschen spannend, wenn die Leute so ein bisschen austicken. wer überhaupt? Seine Basis, glaube ich, der Kev. Sieht so aus wie meine. Ja, nee, nicht wirklich, oder? Also, finde ich jetzt nicht so unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Einzelspielermission, denn unser Lager ist voll. Unsere Klarenburg ist voll, sogar mit Magien auf Level 4, die ja nicht gerade schwach sind. Und dann kommt jetzt das Level Wähleweise. Dann schauen wir mal, wie wir angreifen können. Ich bin ja auf jeden Fall gespannt, wo hier über die Bomben rumliegen. Hauptsache greift die... Ah komm, leck mich doch am Arsch, ey. Das hast du doch mit Absicht gemacht, du scheiß Drecksmörser. Achso, ja klar, er hat ja Mindestreichweite, die... Ne, ihr wisst schon. Ich glaube, ich lasse die Barbaren den mal kaputt machen. Und werde hier links... rechts, nicht links. Oh, verdammt, das ist noch ein scheiß Mörser. Und werde die restlichen hier kaputt machen lassen, bla bla bla, ihr wisst schon. Gut, schicken wir mal Barbaren, kann ich rein. Und Barbaren hinterher. Dadalala. Da sind zwar wahrscheinlich eine ganze Menge Chaps mit drin, aber das macht, glaube ich, nichts. Ich werde die einfach reinschicken ohne Ende und die machen das schon. Ihr Barbaren, ihr schafft das. Ja, ich würde natürlich gerne mal den... Alter, der Wizard Tower macht so krank viel Schaden. Das ist so abartig, so lächerlich. Alter, mein Dies ist gleich tot, mein Barbarenkönig. Was ist los? Was ist falsch mit euch? Ich muss auf jeden Fall alle reinsetzen. Also langsam wird schwerer. Ich habe aber natürlich auch nur eine Bartsch-Taktik, also so stark ist die jetzt nicht, also C zumindest, deswegen sind die auch leicht immer kaputt. Ich habe ein bisschen zu viele Einheiten geschickt, aber macht auch nichts. Alles putt gemacht. 150.000 Ressourcen und ja, die ganzen Einheiten, die haben wahrscheinlich nicht mal 10.000 Elixier gekostet, das ist ja recht günstig alles. Und dann können wir uns einmal mal die Einzelspielmission angucken, die nächsten, was da so schön ist, auf jeden Fall kommt. Und zwar haben wir jetzt einmal das Spürbecken oder mega böse. Ich würde mal sagen, wir gucken aber bei mega böse rein. Was war da so schön? Oh, das ist wirklich mega böse. Das ist richtig krass. Uff. Das ist hart. Auf jeden Fall, zumindest kann man schon die Magie kaputt. Der Rest ist ja eigentlich, das ist hier ja unwichtig eigentlich. Ich werde hier keine Lufteinheiten reinschicken. Wobei, gerade jetzt sollte ich eigentlich Lufteinheiten reinschicken. Aber ich habe keine dunklen... Obwohl, nee, Ballons sind auch eine ganz schlechte Idee. Ballons finde ich eine echt schlechte Idee. Dunkle Lakaien könnte ich theoretisch rein... Ich glaube, sogar ein Drache würde reichen, um die ganze Basis auseinanderzunehmen. Wenn ich Luftabwehr kaputt gemacht habe, kann man ja einfach mit einem Barbaren wahrscheinlich die ganze Zeit kaputt machen. Außer die hier. So die durch die... Ach nee, hier ist auch noch ein Schützenturm. Durch ein paar Dings kaputt machen, durch ein paar Bogenschützen. Ja, verlockend wäre jetzt natürlich einen Drachen reinzuschicken, nicht wahr? Das Problem ist nur, ich habe bisher in den ganzen vorigen Einzelspielermissionen keine Lufteinheiten geschickt. Ich weiß nicht, was die da an Flugtraps hingesetzt haben. Das muss ja auch unglaublich viel sein. Deswegen, ich glaube, ich lasse das und werde mit meiner normalen... Obwohl, ich glaube, nee, mit der normalen Taktik schaffe ich das, glaube ich, nicht. Mit der normalen Taktik schaffe ich das, glaube ich, nicht. So, ich auf jeden Fall, jetzt fängt es nämlich an, langsam kritisch zu werden. Mit der Bartsch-Taktik allein kriege ich das nicht mehr hin. Das war's gewesen jetzt, wo so viele AOE-Dings kommen, die wirklich richtig krass stark sind, sogar noch Mörser dazu. Ich glaube, für Bartsch ist dieses Level ungeeignet. Also mega böse ist auf jeden Fall schon mal wirklich mega böse. Und dann gucken wir uns noch den anderen Angriff an, das Spülbecken. Dann schauen wir mal, wo wir hier gespült werden. Oh ja, ah, schon Level 7 Mauer. Das ist auch, der Mörser, das ist so krank, was für eine Stufe der hat. Aber 400.000 Ressourcen, das ist krass. Ja, da sieht man aber auch schon, die Lager sind wirklich gut ausgebaut. Da muss ich gucken. Also das kann man auf jeden Fall, denke ich mal, mit Bartsch noch hinkriegen. Oder ich werde mit Riesen mal angreifen. Also mal ab und zu mit einer wirklich guten Truppe angreifen, wo man wirklich ein bisschen mehr Taktik hintersteckt. Das dann kaputt machen.
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man hier mit Riesen reingeht, mit ein paar gut gebesserten Riesen und, was haben wir sonst noch? Wizards, glaube ich, sollten auch ganz nice sein. Dann kriegt man das Dorf auch recht einfach kaputt. Auf jeden Fall finde ich das einfacher als das andere, muss ich sagen. Wobei, ja doch, eigentlich finde ich das besser, weil weniger AOE finde ich immer besser oder so aufgeteilt halt. Hier ist er gesplittet, Magetum, Mörser. Magetum, Mörser und hier ist nur ein Mörser. Also wirklich krass gut aufgerüstet. Also ich glaube, bis ich da weitermachen kann, dauert das noch weiter. Jetzt kommt auf jeden Fall der Moment, wo es langsam richtig, richtig hart wird. Und zwar mit Bartstack nicht mehr zu besiegen, würde ich mal sagen. Zumindest nicht auf dieser Stufe, wahrscheinlich auf einer anderen schon, aber jetzt gerade nicht. Deswegen, ich habe jetzt auch nicht nachgezogen, wie viel Mission brauche ich eigentlich noch, wie viel Sternchen. 27, das heißt noch 9 Missionen, die es noch zu bewältigen gibt. Dann kriege ich 20 Juwelen, 1000 Erfahrung und den nächsten fertigen Erfolg. Dann wäre dann das nächste 500 Hindernisse. 100 Millionen Gold habe ich auch gleich fertig. 100 Millionen Elixier wird dann recht schnell danach sein, denke ich mal. Zerstöre Mauern in Mehrspielerkämpfen. Zerstöre 2000 Rathäuser in Mehrspielerkämpfen. Zerstöre 2500 Bauhütten in Mehrspielerkämpfen. Gewinne 5000 Mehrspieler. Ich hoffe, da wird bald richtig krass was rauskommen bei diesen Gewinne Mehrspiel, weil ich habe bald vor, auf Kristall 1 zu gehen, Kristall 3 zu gehen, das hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Ist hart bis dann, das glaube ich euch, das, was ihr gerade denken werdet, ich glaube das euch. Aber ich will es haben, ich will diesen Beutebonus von 50 Dunkel Elixier pro Angriff und ich glaube 66.000 Golden Elixier. Ich kann da ganz kurz mal in dem Clash of Clans Wiki nachschauen, das steht ja da locker drinne. Wiki von Clash, ich habe so viele Wikis gespeichert, das ist Wahnsinn. Was es da so gibt, irgendwo müsste das bei, glaube ich, Extras gewesen sein. Beutesystem. Ne, Beutesystem war es nicht gewesen, oder? Ne, Beutesystem war der Angriff gewesen, wie viel man bekommt. In etwa von den Dingen. Wie heißt das? Trophäen müsste es, glaube ich, in dem Punkt Trophäen sein. Oder auch nicht. Schade, auch nicht. Schade, dann finde ich das gerade leider nicht so auf die Schnelle. Ich könnte vielleicht noch ganz kurz gucken, aber ne, ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Extras. Errungenschaften, das ist ja auch das Falsche. Schade eigentlich, finde ich jetzt gerade nicht. Deswegen kann ich euch das leider nicht sagen, wie viel es da geben würde. Aber ich würde sagen, wir machen wieder Schluss mit dem, ich suche hier die ganze Zeit rum, aber ich finde es nicht. Liga, doch, hier müsste es sein, Liga. Okay, Kristall 3 gibt es, nee, doch nicht ganz 66.000, sondern nur 21.000 Gold und Elixier pro Liga-Win, also pro Beute, pro Gewinn in Kristall 3. In Kristall 2 gibt es 34.000 von beiden und 100 dunkles Elixier und halt so fortschreiben. Ich denke mal, aber Kristall 3 reicht mal. 21.000 Gold und 21.000 Elixier ist wirklich schon eine ganze Menge, die man da bekommt. Dafür, dass ich höchstwahrscheinlich nur Bartsch-Taktiken benutzen werde, ist das recht günstig, meine Angriffe. Und ja, ich habe es auf die Schnelle gefunden, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Clash of Clans wieder. Yay! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Bye, bye.